Einen verschneiten Samstagmorgen wünsche ich euch. Es ist 8:15 Uhr und ja, noch mehr Schnee wie gestern, also schon 2 Zentimeter Schnee. Es ist richtig weiß und es schneit wie wahnsinnig. Also man könnte wirklich meinen, es ist gerade die Zeit zurückgedreht, es ist gleich Weihnachten. Ja, Wochenende steht vor der Tür. Und der 2. April war der Karfreitag letztes Jahr. Und da habe ich das erste Mal Conan Exiles gespielt. Und ja, das hat irgendwie eingeschlagen. Also mich hat es ziemlich abgesuchtet. Ihr habt, glaube ich, auch Spaß gehabt. Also viele von euch haben auch wegen mir Conan angefangen zu spielen. Das wurde mir immer wieder mal erzählt. Ja, wir haben gemeinsam herausgefunden, was man alles Mögliche machen kann, und ihr habt euch mehr als einmal schepp gelacht, weil ich gestorben bin, was das Zeug hält. Ich habe mit eurer Hilfe gelernt, ein bisschen besser zu bauen, als ich bisher konnte. Und ja, ich dachte, wir fangen mit dem allerersten Spielstand an, nämlich mit der Vanilla-Version Conan Exiles. Ich habe die Spielstände ja alle aufgehoben, damit man die notfalls ja nochmal anfummeln kann. Und ja, wir haben damals hier angefangen, ein Dorf zu bauen. Das können wir uns dann mal ganz in Ruhe anschauen. Und ja, was wir hier wahrscheinlich fluchend erleben werden, ist, zu der Zeit, als ich hier aufhörte, waren Tiere noch Kühlschränke. Also wir haben einfach keinen Kühlschrank gebraucht. Wir haben Fleisch und alles Verderbliche in den Tieren gelagert, das jetzt leider nicht mehr funktioniert. Dumm gelaufen. Ansonsten, ja, schauen wir mal, was wir hier haben, wie weit wir hier waren. Das wüsste ich alles schon gar nicht mehr. Und ja, das hier war mein Wohnhaus. Im Übrigen habe ich damals noch kein einziges DLC gehabt. Deswegen ist alles rein nur in Sandstein gebaut, weil ich schlichtweg keine andere Baudingsbums hatte. Ja, mein Schreibtisch. Seht ihr, ich wusste es, dass die Karten hier nicht ganz so schrecklich verpixelt waren, wie auf Exilandes, bei Savage Wild. Da ist viel, viel verpixelter wie hier. Witzig. Das ist mein Schlafzimmer, also im Prinzip Schlafzimmer und Arbeitszimmer, was man so, ne, als Dorfherrscher so braucht, ne? Hier habe ich, glaube ich, Sachen gelagert, die man für irgendwas Wichtiges braucht. Ja. Dann fangen wir mal an, ne? Hier haben früher immer Hyänen gefressen. Das Aas ist geblieben, die Hyänen nicht. Wie habe ich denn das gemacht? Dass da Pilze drauf sind, weiß ich gar nicht mehr. Ja, hier haben wir Karnickel gehalten. Das war damals mein erster Stall, als wir. Die Deko-Mods gekriegt haben. Und da ist dieser Tannenbaum, von dem ich geredet habe, weil bei dem war nämlich irgendwie was Besonderes. Der gab Harz, seht ihr, Harz und Rinde. Und ich habe aber nie ein Saatgut für ein Ding gefunden. In Savage Wild und Exilande haben wir das, glaube ich, auch nie gefunden. Hier haben wir noch Viecher. Fleischlieferanten für unsere Tiere. Moment, haben wir den hier. Alchemie, oder? Ist das
Alchemie? Nee, Münzdingsbums. Genau, und hier sollten ja für jedes Dings auch ein Wohnhaus entstehen. Ach Gottchen, war das eine Planung? Unser Markt. Ja, wie cool. Unser Markt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier weniger Sachen sind, als an die ich mich erinnere. Gerade mit den Blumen und so ist irgendwie wenig da. Ich würde schwören, ich hatte hier alles voll Blumen. Aber gut. Da haben wir gefundene Klamotten, genau. Cool, cool. Die Bücherwand. Das war eine Arbeit, die ganzen Bücher hier reinzufummeln und herzustellen. Und ist unser Buchhändler gut? Ja, der Schmied. Guten Tag. Da haben wir nur Obsidian drin, okay. Hier ist auch, bis dahin ist eigentlich der Schmelzer und der Schmied ist hier. Ach ja, hier haben wir das mit den Truhen auf dem Regalbrett ausprobiert, stimmt. Es hat aber auch nur schwierig geklappt. Hier, Kinas, ne? Wavarane. Wasser konnten wir ja nicht anbieten in den Gehegen, also dass man das so hübsch sieht. Der Handelskarren, was ist hier drin? Ah, okay. Schreiner und so. Und genau, ein Bett ist schon da, ein zweites fehlt noch. Ja, das war unser Dorf, ne? Hier ist der Alchemie und der Kräuterkundige zusammen. Die teilen sich auch ein Haus. Sehr hübsch. Und ja, unsere Sklavenvorrichtung. Was für eine Stufe habe ich hier eigentlich? Wo sehe ich denn jetzt, was für eine Größe ich habe? 120, okay. Rüstungspunkt 600, okay. Interessante Mischung an Klamotten habe ich an. Ja, das gab es ja damals bei der Trop-Aktion, unter anderem diese Statue hier. Da ist noch nichts eingerichtet. Hier ist der Färber, genau. Das soll der Klamotten-Typ wohnen. Aha. Die hier ihre Arbeitsflächen haben, ne? Rüstungsmacher, Gerbertisch und die Gerberei. Da haben wir ganz viele Tierchen, die noch kein Gehege hatten, genau. Gott, Hyänen ohne Ende. Zwei Sorten, okay. Jede Menge Tiger, jede Menge Krokodile. Ja, Bärchens. Das ist dann das Wohnhaus vom Sattler und vom Tierzüchter, also der, wo die Pferde sich versorgt, genau.
Wir tun so, als würden die die Pferde von jemandem versorgt, ihr wisst ja, ne? Ein Wolf, da ist ein Babykrokodil, ne? Ihr kennt das ja von der Glocke. Unser Zuchtgehege. Mit da überhaupt noch was drin? Oh ja, guck. Ein Wolfskind und ein mächtiges Krokodil. Ich sag mal, die Wolfbabys nicht in der Zucht, keine Ahnung. Ja. Das war jetzt so im Groben das Dorf, außer das eigentliche Wohnhaus. Das haben wir noch nicht angeguckt. Bin zwar mein Schlafzimmer angeschaut. Ach Gottchen, nach dem Umzug. Die stehen ja immer noch da. Lol. Lolol. Die Restekisten vom Umzug. Was habe ich denn hier? Interessant. Ja, genau. Da fehlt noch was. Da hatten wir angefangen, so eine S-Gruppe zu bauen. Oh ja, das ist ja hübsch geworden. Unser Tänzer. Unser Kaminplatz, ne? So, ne? Und wie wir wissen, haben wir ja den Abzug vom Kamin hier im Fahrstuhl drin. Wenn man die chlorreicheste Idee. Ja, alles noch unfertig, aber es war klar. Und dahinter dieser grünen Wand hatten wir ja Musiker versteckt. Ihr erinnert euch. Wenn man genau guckt, dann sieht man knochige Beine und dass da eine Trommel oder was steht. Bewacht von Kätzchen. Ja, da hatten wir die Musiker versteckt, damit der Tänzer natürlich, ne? Und diese Küche. Wo wir den ganzen Sonntag nichts anderes gemacht haben, wie die Küche dekorieren. Und da fehlt auch ganz viel. Ich weiß genau, dass ich hier oben Blumenkäste hängen hatte, zum Beispiel. Hier gab es viel mehr Blumen und Zeug, die aus irgendeinem Grund nicht mehr da sind. Und ich weiß genau, dass da Blumen hingen. Da ist irgendwas schief gegangen mit den Mods. Also die Küche war definitiv grüner. Definitiv. Was konntest du kochen? Auch nichts Besonderes. Du bist ja nur Stufe 2 Koch, okay. Ja, irgendwie fehlen da verschiedene Dekorationssachen. Also gerade mit Blumen, da hat ja auch vorne beim Blumenstand einiges gefehlt. Komischerweise. Das muss aber an der Mod liegen, weil ich kann die in Savage Wald oder so, konnte ich wirklich einige Sachen so in der Form auch nicht mehr bauen. Da hat sich wohl irgendwas verändert. Das heißt, ich müsste hier die ganzen Blumendinger neu machen. Die sind nicht mehr da. Ein bisschen schade. Ja, hier außen hatte ich bestimmt auch Blumen, wie ich mich kenne. Würde ich schwören. Ich kenne mich doch. Hier haben wir die Trauben. Ja. Das war unser Dorf. Ne? Hier ist nochmal die Statuen, die es damals für diese Tropaktion damals gab im Mai.
Tarman 2. Die erste ist uns hier Max Sturm. Zu der Zeit hatte ich noch keine Mod für zwei Sklaven oder so mitzunehmen. Ja. Der Elefantengehege. Wir haben schon eine Menge Zeug gemacht, Kinas, ne? So unglaublich. Da haben wir die Farbsammlung. Hatten wir da oben noch was? Nee, ne? Ah doch, guck mal. Hier haben wir die Bibliothek hingebaut. Also den Kartenraum. Na guck. Da haben wir aber noch nicht alles offen, wie es aussieht. Nicht eingestellt, nicht eingestellt. Der geht. Nicht eingestellt. Der geht. Der geht auch. Nicht eingestellt. Nicht eingestellt. Sag ich doch, ich habe noch lange nicht alle. Ja. Da fehlen noch einige, würde ich sagen. Aber zum Beginn hier zu diesem Vulkan-Dingsbums, da hatten wir schon mal etwas drin. Spannend. Sowas gibt es ja bei Savage Wild oder so, haben wir sowas gar nicht. Zippert auch nicht. Und hier habe ich das, glaube ich, noch gar nicht lange gehabt. So dass ich mich noch nicht an die Benutzung gewöhnt habe. Hier gab's Hasen ohne Ende, genau. Ja, das ist unser Dorf. Mit unglaublich vielen Viechern. Und einiges an Sklaven, die wir schon überzeugt haben. Und ich sehe gerade, auf dem Dach haben wir auch irgendwas gebaut. Das waren, glaube ich, Ferienhäuser oder so. Wenn wir mal Besuch haben, dass die auch irgendwo schlafen können, gell? So war das zumindest gedacht. Gucken wir uns mal an. Jetzt. Ja, genau, schaut. Die Besucherhütchen. Und hier ist noch eins. Sind halt auch noch nicht eingerichtet. Genau. Und hier haben wir noch ein paar Plämscher. Die Dachterrasse, ne?
Ja, das war unsere Nummer 1, was wir hier in Conan wie wild gebaut haben. Mit den ganzen Bäumchen und so, die wir hier verteilt haben, sieht das auch nicht mehr ganz so trostlos aus in der Wüste. Unglaublich. Und da hinten war unser bevorzugter Trainingort für unsere Tiere und neuen Sklaven und so. Ich erinnere mich. Da gab es ja einige kleinere und größere Dörfchen direkt in der näheren Umgebung. Deswegen haben wir ja auch so gerne hier gewohnt. Weil man hier so viel machen kann. Wenn man hier so unglaublich viel machen kann, ja. Ja. Das war der Beginn unserer Konenreise. Das Dorf angefangen haben wir ja hier irgendwo damals. Hier haben wir damals mit dem Bauen angefangen, bevor wir denn nach hier gegangen sind. Weil es hier einfach besser war mit Wohnen. Ich hab das gar nicht. Ach, da sind wir. Ah ja, hier unten war das Gebiet mit den Elefanten und alles, gell? Genau, und hier wohnen wir. Das haben wir gar nicht so richtig eingeskizzt. Warum eigentlich nicht? Muss ein Burgzeichen hin, ne? Aber das sieht man mal, wie groß wir die Karte aufgedeckt haben. Das ist ja Wahnsinn. Schon eine ganze Menge gemacht, ne? Hier 5 Spawnpunkte gefunden. Aber das Schneegebiet selber sind wir noch nicht so arg viel gelaufen. Wir waren damals, das vorrangigste Ziel war, glaube ich, in den Vulkan zu kommen. Was da irgendwas haben wollten. Und den Kader haben wir schon gut aufgedeckt. Da haben wir viel Zeit drin verbracht. Im Übrigen ist auf YouTube Conan das meist angeklickteste Videos eigentlich. Also die ganzen Folgen, das sind jetzt über um die 100, keine Ahnung, Folgen. Müsste ich mal gerade gucken. Wir haben jetzt am Mittwoch die 117. Folge gedreht. Und ja, und Conan gehört neben Middle Dynasty natürlich zu den meistbesuchteten Videos auf YouTube. Und das erste Video von meinem allerersten Conan-Spiel, das allererste Video, ist tatsächlich das erfolgreichste Video, das ich bis jetzt hochgeladen habe. Das hat die meisten Klicks, fast 100 Klicks. Es ist schon eine ganze Menge. Für mich, für meine Größe. Man überlegt, dass ich nur knapp 40 Follows auf YouTube habe, ist das schon eine ganze Menge. Ja, das ist Conan Exiles, der Beginn.
es wird gerade Nacht. Ja, und Taman war ja wohl einer meiner Lieblingsknaben. Absoluter Lieblingsknabe. Der hat eine Stahlkeule als Waffe. Warum das denn? Ja, warum das denn? Mephisto? Taschentuch für ein Krumm hier drin. Nicht mal Fleisch. Was bist du eigentlich für eine Stufe? 10 erst. Okay. Du bist aber definitiv ein mächtiges Tier, wenn du schon 21 Stärke hast. Ein universaler Krieger. Du hast von allem etwas gekriegt, okay. Ja, unsere Kühlschränke, wie ihr seht. Was jetzt natürlich nicht mehr funktioniert. Hier hatten wir sogar Eis gebunkert, damit es nicht kaputt geht. Ist natürlich jetzt hinfällig, weil das ja nicht mehr geht. Wie ihr seht, ne? Werden die Elefanten zu Genüge als Kühlschränke benutzt. Wei. Na, dich wollte ich jetzt nicht. Dann gehen unsere Herzen. Ne, die gehen nicht kaputt. Das ist kaputt. Ja. Das könnte man schon mal rausholen für die Katze. Geißel. Ja, so ist das Leben, ne? Was haben wir denn noch? Ach, guck mal, abgründiges Fleisch.